Hi Leute! So, ich war wieder mal bei Rossmann, weil ich ein paar Sachen wirklich brauchte. So, dann zeige ich euch, was ich so gefunden habe. Und zwar als erstes habe ich mir eine neue Haarfarbe gekauft. Und zwar von L'Oréal. Die Nummer 600, reines Hellbraun. Das ist so ein Mousse. Also, jetzt habe ich die Farbe jetzt auch schon drauf gemacht. Und ich muss sagen, das hat richtig Spaß gemacht, die Haare zu färben. Ne? Das war so einfach Schaum, überall auftragen, das hat ganz gut gerochen. Dann eine halbe Stunde habe ich die Farbe drauf gehabt, dann ausgespült und Ergebnis ist relativ gut. Also kann ich nur empfehlen. Hat 3,20 € gekostet. So, dann habe ich mir noch so ein Haarspray geholt hier. Also Haarspray ist das nicht, das ist Haarlack. Von Schwarzkopf Poly Swing. Normalerweise habe ich immer Haarspray von Travetta Taft benutzt, wo ich auch immer sehr zufrieden damit war. Aber ich habe von einem YouTuber irgendwo gesehen, dass der das gerne, ganz gerne mag. Und deswegen habe ich mir das geholt. Und ich muss sagen, das ist wirklich auch sehr gut. Also genau für feines Haar perfekt. Gefällt mir ganz gut. Kostet 1,99 €. So, dann habe ich mir noch eine Haarkur gekauft und zwar von Dove. So was hier. Oil und Kea Nährpflege. Eine Minute Kurspülung. Habe ich noch nicht getestet. Hat 3,99 € gekostet. Aber ich denke, ist auch ganz gut. Dann habe ich mir von Dove ein Duschgel gekauft. Das ist ELE, Blütenzauber, also habe ich auch schon dran gerochen. Oh, riecht lecker, kostet 1,45 € momentan. So, und für meinen Mann habe ich auch Dove Mancare gekauft, mit noch so kleiner Packung dazu. Das sind einmal 250 ml und 55 ml für auch 1,45 €. Dann habe ich, weil ich ja jetzt letztens so erkältet war, habe ich mir so Erkältungstee gekauft. Fiebersenkend und schmerzlindernd. Kostet 1,29 €. Kann ich auch nur weiterempfehlen, wenn ihr wirklich so erkältet seid, Schnupfen und Husten. Also da kann ich euch so einen Tee wirklich bestens empfehlen. Das hilft schon. So, dann habe ich mir wieder nachgekauft. So ein Selbstbräunerspray. Kostet bei Rossmann um die 3,29 €. 3,29 €? Nein, 2,49 € kostet das. Ja, das ist für normale und dunkle Haut, lässt sich gut auftragen. Und das hatte ich schon mal gehabt, jetzt habe ich wieder nachgekauft, kann ich nur weiterempfehlen. Da ist immer ein super Ergebnis. Dann habe ich mir noch so Körpercreme gekauft. So ein Riesenpott ist das. Das ist auch für alle Hauttypen. Gibt eine wunderschöne zarte Bräune. Also das ist mit leichtem Bräunungseffekt. Habe ich auch noch nicht getestet. Das hat 3,29 € gekostet. Dies hier. Habe ich noch nicht getestet, aber bestimmt ist auch gut, ne? Dann habe ich mir solche Clips geholt. Also insgesamt sind das 4 Stück. Also zwei solche in Pink und zwei in Schwarz für 1,99 €. Also die finde ich total praktisch, wenn man sich gerade schminken möchte oder halb abschminken oder die Haare irgendwie stylen oder wie auch immer. Dann sind die immer praktisch. Finde ich auch total gut. Dann habe ich mir noch so ein von Altera Cellulite Hautöl gekauft mit Birke und Orange. Festigkeit und Glätte mit Bio-Olivenöl und Bio-Jojobaöl. Nachweisbar glatteres, strafferes Hautbild. So sieht das aus. Da sind 100 ml drin. Und dafür habe ich
4,95 € bezahlt. Habe ich auch noch nicht getestet. Mal gucken. Dann habe ich mir noch so Augen- und Lippenmaske gekauft. Das ist so in 4 Teile aufgeteilt. Ja, das mache ich ganz gerne. Immer so abends, so schön, wenn man abgeschminkt ist, die Haut ist gereinigt, dann hier schön dick die Maske auftragen unter dem Auge und auch an den Lippen. Ja, dann mit Kosmetiktuch einfach abnehmen und man hat wirklich so Glättungseffekt, so ja, die Haut ist durchfeuchtet und so praller halt. Also mag ich ganz gerne, mache ich so einmal die Woche mache ich das. Kostet 69 Cent. So, dann habe ich mir noch so von Rival de Lob so Nagel Peeling, also Nagelhautpeeling gekauft mit Bambus zu schöneren, zu schonenden Pflege und Entfernung überstehender Nagelhaut mit Aloe Vera. Da sind 10 ml drin. Dafür habe ich 1,59 € bezahlt. Habe ich allerdings noch nicht getestet. Dann habe ich mir auch von Rival de Lob so eine Nagelaufbaukur gekauft. Das habe ich schon getestet. Das riecht super lecker. Kostet 1,49 €. Das ist halt ja so ein ja so Pinselchen. Wenn man so drauf drückt, dann kommt das. Die Kur so und dann macht man so immer hier auf die Nagelhaut. So, das mache ich meistens immer abends, wenn ich im Bett liege, wenn ich die Hände eingecremt habe und dann noch diese Kur drauf und dann wirklich, also die Haut, die reißt nicht nur so, die reißt nicht so ein, die ist auch nicht so trocken, also das ist echt gut und das riecht total frisch und lecker. Doch, das riecht nur, ich weiß, nach Mandarine oder so, also total lecker, total, bin ich total begeistert. So, dann habe ich mir noch von Rival de Lob zwei solche, ja, so Baked Highlighter und Baked Bronzer gekauft. Eine hat jeweils 2,95 € gekostet. Und ich muss sagen, die sind super, mega toll. Das habe ich auch irgendwo bei irgendwelchen YouTuber gesehen, bei La Cala Piccola oder irgendwie so. Also die war total begeistert dann und dann habe ich mir das auch mal so angeguckt, wo ich jetzt letztens bei Rossmann war und hat mir auch sehr gut gefallen. Also es ist auch super toll pigmentiert. Also so ein schönes, ja, rosanes, so, ja, Highlight halt. Ja, und dieser Bronzer, der ist auch sehr gut. So sieht das aus. So. Also da muss man auch schon ein bisschen aufpassen, ne? Nicht mal, dass es zu viel Bronzer nimmt. Sonst sieht man wirklich ganz dunkel gleich aus. Also wirklich ein tolles Produkt. Also dieses, das ist die Nummer 010 Sahara Sun. Und das ist 01 Moon Dust. Jeweils 2,95 €. Und das sind wirklich super Produkte. Als allerletztes habe ich mir noch zwei Astor. Astor, das sind diese Soft Sensation Lip Color Butter gekauft. Ich habe schon zwei. Ich habe einmal dieses Pink Lady und Magic Magenta. Und jetzt habe ich mir nochmal gekauft, also 011 Feeling Feline. Das habe ich mir gekauft und einmal so ein 003 Caramel Envy. So. Das ist auch eine sehr, sehr wunderschöne Farbe. So. Habe ich jetzt auch gerade drauf. Oh Gott, ich liebe diese Stifte einfach. Die sind echt wahnsinnig super. Und das ist so wirklich ganz neutraler. Das ist halt, das ist so ein Nude-Ton, aber so mit leichten Schimmer drin. Finde ich auch total super lecker.
Also die haben bei uns im Lossmann eigentlich so um die 5,95 € gekostet, aber irgendwie an der Kasse hat sie mir nur 4,76 € abgezogen. Ich weiß nicht, ob da jetzt so 20% Rabatt drauf waren oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall, ich freue mich umso mehr. Also für 4,76 € so ein super Produkt. Wirklich, wirklich toll. Kann ich nur weiterempfehlen. Jetzt habe ich vier davon und ich bin wirklich super begeistert. Also. So, Leute. Das war's auch schon wieder. Das war wieder mein kleiner Einkauf bei Rossmann. Ja, dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss.